Ja, Titan. Oh, ich glaube, wir werden die Waffe bald aufmotzen können. Herzlich willkommen zurück zu Code Vein im neuen Jahr. Erste Aufnahmesession. Geht endlich weiter. Ja, genau. Müssen wir durch. Wir schauen da jetzt mal, wo wir hin müssen. In dem letzten Part haben wir ja erfahren, dass Eva auf dem Weg in die Berge war. Und ja, da gehen wir jetzt einfach mal nachgucken, wie sie da so anstellt. Ich habe ein bisschen das Gear gewechselt, man sieht es vielleicht. Ich habe jetzt eine andere Blood Veil an. So einen anderen Umhang. Und ein bisschen verstärkt alles. Ein paar Fähigkeiten gelevelt. Eine Fähigkeit, die ich ganz cool finde, ist das hier. Der vom Queenslayer-Bild ist es, glaube ich. Also vom Queenslayer-Bloodcode. Und zwar erhaltener Schaden wird langsam wieder regeneriert bis zum Teil. Ja. Boah, die Falle, ja, das können wir. Das wäre es jetzt gewesen, ne? Hier. Vor lauter Gelaber runterfallen. Ach du ja, schön. Ja, da sieht man schön, wie ich geheilt werde wieder ein bisschen. Ist nicht viel, aber ist etwas. In dem Spiel, wo man durchhalten muss, hilft jeder auch zu kleine Strohhalm. Ja, toll. Wir müssen ganz nach hinten bis zum Boss. Ja, da laufen wir jetzt einfach hin, oder? Ja. Sollen wir teleportieren? Ich weiß nicht. Macht Sinn. Da drüben liegt was. Das holen wir uns. Das ist bestimmt das übermega gute Item. Mit dem ich das Spiel nicht beenden kann. Gehst du? Oder gehst du? Nee. Wie gesagt, das holen wir uns hier. Wo ist hier hin? Ah, da war ich schon. Ja. Da geht's zum. Den Aufzug. In die Tiefen. Auch der einzige Anhaltspunkt, die violette Tür, die wir da gefunden haben. Ah ja, komm, ich dachte, der ist viel stärker. Könnte jetzt auch noch Stempel. Ah, könnte auch noch wichtig werden. Ja, und man merkt es wahrscheinlich oder auch nicht, weil ich nehme gerade mit beiden auf. Ich habe ein neues Mikrofon. Und zwar mein altes Mikrofon, das ich schon vor 5 Jahren mal hatte, zum so spaßmäßig Aufnahmen machen und so. Da habe ich mir gedacht, ja, komm, es liegt da, das nimmst du jetzt mit. Baus wieder auf. Ist bestimmt besser als dein. Oh je. Bestimmt besser als dein Headset-Mikrofon. Und das will ich jetzt mal rausfinden. Also, kann sein, dass es jetzt der Headset-Ton ist. Kann sein, dass das der Mikrofon-Ton ist. Je nachdem, was er besser ist. Ne? Wir teleportieren jetzt, weil es sonst zu weit zu laufen. Wahrscheinlich kommt auch gleich eine Cutscene. Also, labe ich jetzt mal nichts. Und es ist keine Cutscene. Mal gucken, was Nicola sagt. You really came all the way here to visit me? Ja. Nur für dich. I'm really sorry my copy caused so much trouble for you. The copy of me that went out into the world was completely cut off from me here in the crypt. So I didn't get any information from him and couldn't control him at all. Mia told me that my copy was becoming really weak, but he still wanted to stay at her side. She wasted so many blood beads because of me. I'm so sorry. I feel awful. You really came all the way. It's hard to move like this is who I am now, after all. I won't let some little relic beat me. I'll keep fighting, along with Mia and everyone else. You really came up. I'm really sorry my copy caused so much. Ja, zeigt dann noch das gleiche. Ja, okay. Hey, was ist das? Das sieht aus wie ein. Das ist ein Durchgang, oder? Das muss ein geheimer Durchgang sein, komm. Geheim vor allem. Hier sind da mehrere, oder?
Hier sieht es nicht so aus, aber drüben sind sehr verdächtig. Ja gut, was hat der NPC zu sagen hier? The successor's crypt here has a similar pattern to the one in the dried up trenches. If the crypt's pattern matches, does that mean the successor's ability is also the same? I'd like to do more research on the potential for cloning as a method of fighting the horrors. But I haven't found any trace of the successor here. Da ist er doch. Some trace of the successor has to be around here. Some trace. Ja, ich weiß schon, ich muss jetzt wieder mit ihm sprechen. Dann sagt er irgendwas, ja, hier die Forscherin, bla bla. There's a woman outside lately who looks around here while talking to herself. I wonder if she's hunting for treasure. I'd rather people not come around, but that's it. Maybe if I give her this, she'll be satisfied and go away. She'd probably freak out if she saw me moving. So could you give it to her for me? Ja, dachte ich mich. Atemberührte Schneeflocke. Komm. It's you again? Did you find any traces of the cloning ability? The successor's crypt here has similar readings to the one in the trenches. The successor there used their ability to create a clone, like some kind of guardian. There's a similar pattern here. So my theory is that this successor also has the power to make clones. Yeah. The successor's powers are incredibly vast, and even if I investigated all the successors, there may be little I could do with such information. But if that knowledge leads to revenants and humans being saved from the horrors, I'll just have to continue my work as long as I can. Ja gut. Ja, ist immer das gleiche. Das war jetzt nicht so hilfreich. Ich dachte halt, dass es hier jetzt weitergeht wegen dem NPC. Aber in dem Fall weiß ich, wo es weitergeht. Und zwar muss ich jetzt den zu der violetten Tür. Den Aufzug hinunter. Teleport. Komm. Wo war das? Da! Da waren wir ja schon vorhin. Die eisigen Fälle. Ich würde ja auch gern Io mitnehmen als Partnerin, aber ich denke, Giacomo hat irgendwie noch was mit der Story zu tun jetzt, mit, die da kommt. Ich werde Io einfach zum Schluss mal mitnehmen. Ach, der Coronavirus schon immer dasselbe mit dem Zeug. Lasst sich impfen. Und was haltet ihr von der ganzen Sache? Lasst ihr euch impfen? Ich glaube ja... Ja, ich weiß nicht. Es ist bestimmt getestet und so, aber ich glaube irgendwie nicht daran, dass das jetzt viele Leute machen lassen. Einfach wegen den, weil viele Angst haben vor den Nebenwirkungen. Und ja. Naja. Zeit wird kommen, wenn wir dann Urlaub fahren wollen oder so. Jetzt laggt es wieder wie verrückt. Werden wir uns impfen lassen müssen. Damit man zum Beispiel Italien fahren kann. Oder... fliegen. Je nachdem, wo man gerade wohnt. Ja, komm. Die Tür ist offen. Cool. Giacomo? Er kommt nicht, ne? Er geht einfach nicht runter. Sollen wir den Blutcode drin lassen? Ist die Frage. Oder sollen wir wieder auf Atlas gehen? Atlas ist halt so viel besser. Aber die Geschwindigkeit von dem Blutcode ist schneller. Ach, das ist ein Ladebereich. Wie spannend. Ich muss mir mal was für die Ladebereiche überlegen. Vielleicht irgendwie so ein Looney Tunes Tunnel. So, loop und weg. Aber jetzt wärmer, ja? Ah, guck mal, wer das ist. Look, there used to be just ruins here, but now they've been turned into a desert. The successor who created this crypt used their very last ounce of strength as they struggled to resist their relic.
The wind scattered salt from a dried-up lake over the land nearby, making it barren. Now it's the same kind of desolate place as the one where Eva was born. She and I promised each other that if one of us fell to the thirst, the other would have the last of their humanity. Eva is waiting for me, just over there. I'm talking too much. Anyway, I'm going on ahead. This is between me and Eva. Ach, dachte, ich kriege jetzt mal den Blutcode von dem Check. Aber ich glaube, das ist Jäger. Und Jäger habe ich schon. Mal gucken. Leveln können wir nicht. Stufe 104. Ja. Komm, frisches Gebiet. Neues Jahr, frisches Gebiet. Was sieht er denn schon wieder? Ah ja. Ein Vestige, ein wie auch immer Überrest. Oh. Ah, wie das Insekten. Aber stärker jetzt. Boah, ja, wesentlich. Ja! Königin Titan. Jetzt wird's zum Farben. Hm, wie machen wir das? Ich habe in eurer Abwesenheit ein Passiv erhalten. Und zwar das hier. Gier des Wiedergängers. Erhöht Dropchance. Und das ist das. Zugschub. Brauche ich nicht. Komm weg mit dem. Zweihand. Meisterung. Wir farmen jetzt ein bisschen Titan. War das ein Lucky Drop oder so? Ich dachte, ich krieg das jetzt öfter irgendwie. Naja. Jedenfalls, hier ist eiskalt. Hier ist eiskalt. Ja, genau, in der Wüste ist es eiskalt, aber nur im Winter. Ich sollte vielleicht eine Waffe reinmachen, den die Gegner hier nicht so mögen. Und zwar, Adrenalin ist immer gut, habe ich mir sagen lassen, aber halt Eis. Ich will jetzt mal Eis probieren. Jo. Eis geht ja schon mal gut. Alter, was? Kommt der her? Ey, den habe ich gar nicht gesehen. Serie Dark Souls. Wow, Sand. Ja, ja, ich sehe es. Was ist das? Ach, Sand ist jetzt das neue Wasser, ja. Bäh! Ja, toll. Ein Sandwurm. Willkommen auf Arrhanis. Oder wie war der Planet von Dune? Ich glaube Arrhanis, oder? Oder hieß der Planet Dune? Und die Stadt Arrhanis? Ja, ist jetzt auch egal. Komm. Harmonia. Überrest C. Ja, gucken wir uns dann später an. Ist ja rutschig, oder was? Ja, Alter, ist vertieft der Sand. Schere, Stein, Papier, oder was spielt ihr hier? Luftsplitter. Leckimpfstoff, okay. Was tut der? Nein, das zieht mir Ikor ab. Das ist ja schlimm. Das ist nicht toll. Der böse Sand. Ich probiere mal noch mal den Eisbuff. Komm, das muss ja nicht. Titan, komm, Titan! Nichts. Entwickler. Ja, wieso bin ich hier hingekommen? Wenn ich hier im Sand stehen kann, oder was? Hm.
Was? Aha. Achso, das ist von oben Shotcut. Okay. Ja, Titan. Oh, ich glaube, wir werden die Waffe bald aufmotzen können. Jetzt ist bestätigt, dass die das droppen. Da können wir rüber. Du schläfst weiter, mein Sohn. Du hast nichts gesehen. Schlaf den Schlaf. Der Schlafenden. Schaf. Ah, nein. Ach, das ist wieder das Wasserding. In Sand. Sandmodus. Das war im Wasser schon so schlimm. Alter, was soll das? Komm, wir brauchen ein bisschen. Zu lange er gebackt ist. Komm, mach mal Zauber jetzt. Leck. Was ist ein Leck? Verliere ich Equal, oder? Mit Leck. Sturm. Okay. Was ist da los? Warum vibriert mein Controller? Mit dem Leck-Ding? Oh. Das darf man nicht. Das. Es gehört sich nicht, einen so zu erschrecken. Was soll denn das? Harmonia B. Hey, vielleicht ist das Harmonia jetzt hier das, was wir für den Boss brauchen. Das Vibrieren hat auch aufgehört, also hat es wirklich mit dem Debuff zu tun gehabt. Hier nicht. Waren wir hier? Ja, hier waren wir schon. Eieieiei. Ach, hier. Da ist eine Mistel drin. Okay. Wie komme ich zu dir? Habe ich da was übersehen? Nein. Also nach unten. Die Entscheidung ist deine. So, was ist hier so? Ah ja, hier. Hier ist neu. Was? Ammonia A. Ammoniachrom. Ich check halt immer noch nicht, welches Element das dann sein soll. Aber ich schätze mal der Wind. Das sah jetzt aus wie so ein Gegner. Ach, das ist so eine. Kennt ihr das? Das ist so eine Wüstenrose, glaube ich, heißt das. So eine Formation aus Sand und vom Wind und von der Hitze quasi in der Wüste geschaffen. Das ist ganz cool, habe ich auch daheim. Ach, es sind ganz viele, sehe ich es erst. Aha. Geht's hier hoch? Nein. Wie mache ich das jetzt? Hier bin ich schon zweimal vorbeigelaufen. Head up, eyes open. Nach oben. Da komme ich her. Vielleicht zwischendurch mal heilen. Da waren wir noch nicht. Gut. Jo. Strange. Sehr strange. Da unten sehe ich schon mal was. Heiden. Dich sehe ich auch. Komm, kannst dich nicht verstecken.
Da waren wir noch nicht. Oh, Titan, Titan. Zack. Die Waffe ist echt gut, aber ich habe gehört, es gibt Zweihandschwert, das besser ist. Wir werden es aber noch zeitlang nicht kriegen, anscheinend. Das ist ein krasser. Da wette ich was mit dir. Ach, nicht. Sandlings. Ja. Auch sind viele Sandlings. Ja, wir haben euren Schatz gestohlen, und? Was wollt ihr tun? Landsharks. Ja, Leck. Toll, jetzt habe ich einen Leck. Jetzt laufe ich aus. Wo war das? Wo war das? Hier. Da hinten konnten wir runterspringen. Oder? Nee. Falsche Seite. Als erstes ziehen wir uns mal das, ich weiß nicht, wie das Zeug heißt, rein. Regenerationserweiterungsfaktor. Tada! Dann geht's hier runter und gleich hier. Gut, ja, schön. Ah, eine Mistel, eine Mistel. Oh, ich hätte nicht gedacht, das Stuff hier zu sehen. Wollt ihr rest? Was, du hast die Mistel nicht erwartet? So. Rauf, rauf, rauf. Waren wir hier schon? Nee. Was machst du? Alter, ja, das war voll die Falle und ich habe sie versehentlich schon gesehen. Dein Ernst? So Indiana Jones? Mist. Ja, was machen wir gegen den? Ausweichen, ne? Alter, was? Das macht dich langsam da. Das sandige Zeugs. Hier, versteck dich hier drin. Warum versteckt man den so gut? Was gibt's hier Gutes? Außer den Chrom. Ah, weil es hier weiter rauf geht, ja? Alter! Ah, rein! Rein in die Olga. Ah, da geht's wieder rüber. Ja, genau. Das heilt schon kräftig jetzt. Wie ist das hier? Wenn man Pech hat, dann fällt man runter, oder? So gewollt? Ne, da drüben ist eine Leiter. Ja, ja, ist gewollt, ist gewollt. Bla, bla. Stirb. Die Gegner checke ich am wenigsten. Die habe ich bis jetzt dreimal gesehen, so, die Klasse. Die haben mir noch nie wirklich Schaden gemacht. So, kommt Blitz noch. Das hier. Solar Guides. Wir verlieren das Icor jetzt eh. Das heißt, ja, das war jetzt doch leichter, als ich dachte. Hm.
Ach Gott. Was wollen die jetzt? Was ranged? The sand seems to go on forever, huh? Ja, nice Titan wieder. Hey, over there. It's a ladder, isn't it? Vom Stempel? Boah, der hat ein geiles Schwert, ne? Looks like we're in a big cul-de-sac. Alter, wieder der hier. Ganz kurz zuerst, bevor wir zu weit laufen. Alter! Halt deine Zunge bei dir. Bevor wir zu weit laufen, laufen wir nochmal zurück. Und zwar ganz da unten. Da ja, ist da wieder. Ja, komm! Ah ja, gut, Titan, das ist es wert. Laufen wir wieder zurück, ganz nach unten. In da unten, da liegt noch was, was ich ja ursprünglich holen wollte. Bestimmt auch Titan, bin ich glücklich. Sorry. Moving out. Nein. Es ist nur so ein mieser, müffelnder Harmoniachrom, den ich nie verwenden werde. Tja, dann laufen wir halt wieder zurück. Sehr, 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 sehr langsam laufen wir zurück. War ich hier schon? Nee, da sind noch Gegner im Sand. Komm. Gegner im Sand. Ja, ich höre schon auf. Ah, ja, ein bisschen Ikor. Ein bisschen mehr Ikor. Ist der Double Buff. Dann Schnetzel. Beim Sand sieht die noch mal krasser, wenn man sich kaum bewegen kann. Jo. Aber ging jetzt leichter, als ich dachte. Schön Titan. Ich glaube, bei der nächsten Missile werden wir kurz in die Basis gehen und einfach mal das Schwert aufmotzen. Das gehört sich so. Das gehört sich nicht, auf Leute runterzufallen. Das macht man nicht. Let's open it up and see, shall we? Was? Plus 7. Komm. Was stand da? Sel, Sisa, Sambo. Ey, was ist es? Ach. Selbstmordsporn. Ja, den kann ich nicht tragen. Plus 7, Alter. Don't run too far ahead. Makelloses Instrument. Okay. Ich dachte gerade, ich habe ein Lied oder so bekommen. Das wäre auch cool, wenn jetzt plötzlich irgendwie Musik in dem Spiel ein Ding wäre. Jo. Ach ja, Flammenwerfer. Ja, don't fall here, ich will hier runter. Be cautious. Be cautious. Aha. Irgendwas sagt mir, wir kriegen hier wieder so eine Map für die Tiefen. Das ist ein Shortcut. Aha. Ja, ihr kennt das ja.
Und das war's auch schon für diese Folge. Wenn dir das Video gefallen hat und du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere gerne meinen Kanal, falls du das noch nicht gemacht hast, oder lass mir ein Like da. Oder schau dir auch gern eins der vorgeschlagenen Videos an und wir sehen uns in der nächsten Aufnahme.